ihr braucht. Ja? Du wirf mal da einen Feuerball rein. Aus dir mache ich Brand. Okay, der hat gut gesessen. Der komische Schlurfe-Oger da, der ist schon mal tot. Okay, alle anderen sind auch schon tot, außer dem König der Abwasserkanäle, aber der ist jetzt tot. Gut. Und er hatte Gold dabei. Gut, gucken wir mal, was seine anderen Kumpanen dabei hatten. Na, mach du das mal mit. Noch mehr Gold. Eine Halskette. Und Minz, gib mal die Leiche an Khalid ab. Weil der hat Ogerkrafthandschuhe. Der kann doch ein bisschen mehr schleppen als du. So, was ist hier drin? Noch eine Leiche. Gut. Ja, nichts leichter als das. Speichern wir mal wieder und gehen jetzt hier oben weiter. Hier ist eine Badewanne. Ha. Was ist in der Badewanne denn drin? Noch eine Leiche. Ganz toll. Der arme Typ, der ist entweder in seiner Badewanne gestorben oder wurde in seiner Badewanne entführt. Auch nicht gerade schön. Okay. Wer bist du? Und warum hast du eine Phasenspinne bei dir? Wer bist du denn? Bleib sofort stehen, blasses Kindchen. Euer Fleisch ist es ganz grün und lebendig und es bewegt sich. Was hat euch das angetan? Zur Seite und lasst mich durch. Ich habe keine Angst vor euch. Ich habe gehört, dass üble Dinge in dieser Kloakenluft gedeihen. Und dann habe ich dies mit eigenen Augen gesehen. Lasst mich euer Leid beenden, was ihr auch sein mögt. Nehmen wir mal das Erste. Ihr Narr, ihr habt einen Fehler gemacht, einen Segen mit einem Fluch verwechselt. Was ist denn schon dieses magere Fleisch angesichts einer so enormen Schönheit? Na, wie man es nimmt. Dies wurde mir von Slumsa oder wie auch immer zugefügt und ihr dürft euch glücklich schätzen, wenn er euch dasselbe Privileg gewährt. Sorry Kumpel, wir haben deinen Schlumsa getötet. Vielleicht hätten wir eher zuerst dir begegnen sollen, anstatt Schlumsa. Aber egal. Das hat sich ja jetzt erledigt. So, wir sind jetzt erst einmal... Oh, düster Schrecken. Die waren vorhin noch nicht da. Düster Schrecke, die Zeug bei sich hatten. So, und ist das mit Silvetan? Nein, ist noch nicht voll. Okay. Was wollt ihr? Ich dachte gerade schon, das wäre schon wieder mal voll. Gut. So, hier sind zwei Wege. Das müssten die Wege zurück sein, die wir vorhin aufgedeckt hatten. Oder ist das hier der Weg zurück? Nee, das hier ist der Weg zurück. Was ist da mit den beiden Wegen hier? Gucken wir mal kurz. Ach so, in den Unterkeller, okay. Wer bist du? Hallo, hallo. Esst und trinkt und seid fröhlich, so viel ihr wollt, aber bitte freundlicherweise nicht in meinem Büro. Welches Büro? Das ist ein leerer Raum. Wenn ihr Preise wie in der leuchtenden Laterne zu zahlen bereit seid, werdet ihr herzlicher begrüßt. Wir sind hier aber im Unterkeller und da ist es etwas billiger. Aber meine Gesellschaft ist ganz sicher nicht. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt. Ich höre, dass hier ziemlich zwielichtige Geschäfte abgewickelt werden. Heißt ja ein solches Verhalten gut? Ich würde nicht allzu viel auf all die Gerüchte geben, die ihr über mein kleines Lokal hier gehört habt.
Jedes Etablissement, das die Klientel bedient, mit der ich zu tun habe, regt natürlich die Fantasie gewisser Leute an. Ich wäre euch aber dankbar, wenn ihr nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen würdet. Guten Abend. Okay, dann zurück in die Kanalisation. Beinahe unter meiner Würde. Dann gehen wir mal hier runter und kommen... Ja, hier waren ja ein Haufen Spinneneier. Stimmt, da war die eine Phasenspinne. Da hat uns ja gerade der Schleimzombie, wenn man ihn so nennen möchte, abgelenkt. Schleimzombies gibt es übrigens wirklich in den vergessenen Reichen. In Icewind Dale 2 nämlich. So. Ah, eine große Spinne. Okay. Die ist natürlich recht harmlos. Hier gibt es Leitern nach oben und das ist eine Riesenspinne. Also auch nicht wirklich was Gefährliches. Ja. Töten wir erstmal, bevor wir unter die Phasenspinne und gucken dann den Gang entlang. Kann die sich mal entscheiden? Blöde Phasenspinne. So, hier ist nichts. Das heißt, wir haben noch den Gang hier und da sind wir mit der Kanalisation schon fertig. Hey, geht schneller als erwartet. Ah, noch eine Phasenspinne. Mitten zwischen uns vorn. Okay. Ach, und das war's schon. Okay. Gut. Die Eier können wir nicht zerstören und auch nicht plündern. Hat nicht der eine Seher in der einen Taverne gemeint, wir würden hier unten bei den Spinnen einen Titaniten finden? Das war auch eine Fehlinformation. Okay, wir haben die Kanalisation erledigt. Also nehmen wir den erstbesten Ausgang. Gucken mal, wo wir rauskommen. Vor Enter Silberschilds Villa. Gut zu wissen. Beinahe unter meiner Würde. Dann geht's jetzt mal zur flammenden Faust. Obwohl, warum die Mühe machen, den Oberweg zu nehmen? Gucken wir, vielleicht können wir unten abkürzen. Die flammende Faust ist hier im westlichen Gebiet. Ganz im Süden. Das heißt, wir brauchen den südlichsten Ausgang. Das wäre der hier. Gut. Gut. Oh, neue Phasenspinnen. Ja, zwei Phasenspinnen sind nicht so gut. Ich tue mein Bestes. Was? Können die mal aufhören, sich ständig rumzuporten? Das ist irgendwie langsam nervig. So, dankeschön. Gut. Na, du hast schon wieder einen Haufen Pfeile verbraucht. Und du Schleuderkugeln. Okay. Auch gut. Noch eine Phasenspinne. Wo sind meine ganzen Leute verteilt? Da sind drei. Wo ist... da ist... Minsk. Was wollt ihr lang? Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ich bin ganz Ohr. Ich verliere an Kraft. Leute. Was? Gut. Wo lauft die überall rum? Ich fasse es nicht. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Ihr habt wie befohlen. Ja, ich hab genug davon. Mach den beiden mal Platz. Und du? Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Heißt Makadik. Du hast nur zwei große Heilungen. Achso, ja, du hast nur zwei Slots. Den nächsten kriegst du, glaube ich, auf Stufe 8 erst. Ah, das geht eigentlich noch bis Stufe 8. So. Ja? Heilen wir noch ein bisschen nach. So. Gut, das dürfte für Kalle erstmal reichen, bis wir mal geschlafen haben. Was war beinahe unter meiner Würde?
So, waren das, was das jetzt an Phasenspinnen? Ja. Gut, das heißt entweder die Treppe hoch oder ich glaube, ich nehme mal die Treppe, die ist südlicher. Ja. Und wir sind direkt hinter der flammenden Faust, sehr schön. Beinahe unter meiner Würde. Bei den beiden Bettlern. Und da ist die Türe. So, da ist Scar. Zum Glück. Wir haben ja das ganze Zeug nochmal gemacht, dass er da rumsteht. Bitte, rettet mich. Es freut mich, euch wiederzusehen. Wie ist es gelaufen? Wir haben erfahren, dass ein Ogre Magus, der sich in den Kanälen verkrochen hatte, für die ganzen Entführungen verantwortlich war. Er hatte mehrere Aaskriecher, die nachts herausschlichen und zufällige Opfer verschleppten. Die Kriecher verwerteten ihre unglücklichen Opfer als Futter und der Ogre Magus nahm die Wertsachen an sich, die sie bei sich trugen. Ihr habt gute Arbeit geleistet und eure Prämie vollauf verdient. Habt ihr Gegenstände aus dem Besitz der Opfer des Ogres mitgebracht? Ich bin sicher, dass sie den Angehörigen der Verstorbenen ein wenig Trost spenden können. Wir wissen mit Sicherheit, dass die Familie Saschenstar, von denen haben wir doch schon zwei getötet, eine Tochter durch diese Kreaturen verloren hat. Oh, das tut mir jetzt aber auch leid, ein bisschen. Sie besaß einen Siegelring mit einem Rubin. Ja, wir werden ihn mit Freuden zurückgeben. Gut, dass wir den behalten haben. Ich danke euch für eure Ehrlichkeit. Als Prämie für die Rückgabe der Gegenstände erhaltet ihr 1000 Goldmünzen. Ich brauche jedenfalls ein paar Leute, die für mich die Untersuchungen über den Eisenthron durchführen. Ich muss noch ein bisschen Papierkram fertig machen, dann findet ihr mich vor dem Haupteingang des Gebäudes der flammenden Faust. Wenn ihr über den Außenthron sprechen wollt, könnt ihr mich dort treffen. Okay, das heißt, wir haben den Rubin-Ring abgegeben, nur den einen. So. Gut. Was haben wir denn hier noch so an Tränke? Steinriesenstärke. Khalid hat ja nicht mal seine Hügelriesenstärke aufgebraucht. Wie viel macht Steinriesenstärke? 20. Achso, die macht 19. Okay. Unverwundbarkeitstränke. Khalid hat auch noch 2 Lebenskrafttränke. Von was haben wir denn ziemlich viel? Explosionstränke. 2 Frostriesenstärke-Tränke. Steinriesenstärke, Wolkenriesenstärke. Spiegelaugen, das braucht Talisa, wenn wir wieder gegen Basilisken kämpfen und wir keine Schutz vor Versteinerungsschriftrollen mehr haben. Ja. Was? So, dann wollen wir mal mit Scar reden, vor der flammenden Faust. Ich stehe zu meinem Wort. Hallo Talisa, ich habe noch einen Auftrag für euch. Es geht um eine Gruppe, mit der ihr auch in der Vergangenheit schon zu tun hattet, den Eisenthron. Herzog Eltern möchte persönlich mit euch darüber sprechen. Kommt ihr mit mir? Natürlich werden wir kommen, vor allem wenn wir eine Audienz beim Großherzog haben. Folgt mir, ich führe euch zum Gebäude der flammenden Faust, der Großherzog erwartet uns. Das macht auch irgendwie Sinn. Trefft mich vor der Tür der flammenden Faust, ich muss mit euch über den Eisenthron reden. Geht mit mir wieder rein, ich bringe euch zum Großherzog. Warum hätte er nicht gleich drin bleiben können? Ich bin ganz Ohr. Ja. Ah, da kommt der Herzog. Ich stehe zu meinem Wort. So, jetzt ist der Ablauf auch richtig. Nicht so, wie es vorhin war, wo wir aus Versehen mit Eltern gesprochen haben und dann Scar weg war. Das war nicht so toll für uns. Darf ich vorstellen, Großherzog Eltern, einer der Stadtfürsten, Kommandant der flammenden Faust und Mitglied des Fürstenbundes. Es freut mich, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, dass eine solche Begegnung ungewöhnlich ist, doch die Umstände machen sie erforderlich. Erlaubt mir zunächst diese Frage. Was habt ihr mit jeder Handelsgesellschaft zu schaffen, die sich als Eisenthron bezeichnet? Eisenthron? Wer sind die denn? Nein, so dumm sind wir nicht. Diese Frage beantworten wir nicht. Wir haben erfahren, dass sie in eine Verschwörung verwechselt sind, die die Stabilität eurer Stadt gefährdet. Soweit ich weiß, habt ihr dem Eisenthron ziemlich zu schaffen gemacht. Man hegt dort offenkundig einen starken Hass gegen euch und darum bin ich an euch interessiert. Ich bin von den jüngsten Aktivitäten des Throns unterrichtet, doch seine Absichten sind mir weiterhin schleierhaft.
Meiner Auffassung nach ist es viel zu einfach, die Zentarim für die Überfälle auf die Karawanen und die Eisenknappheit verantwortlich zu machen. Zwar gibt es Hinweise in dieser Richtung, doch kann ich kein Motiv bei ihnen erkennen. Der Eisenthron hingegen profitiert allemal von dem, was vorgefallen ist. Derzeit gibt es vieles, was mir Sorgen bereitet, insbesondere die wachsenden Spannungen zwischen unserer Stadt und dem Volk von Am. Leider sind mir die Hände gebunden, solange die Missentate des Eisenthrons nicht bewiesen sind. Kann ich nichts gegen ihn unternehmen. Das ist der Grund, warum ich euch habe kommen lassen. Ich benötige eine kleine Anzahl von Spionen, die in die Zentrale des Eisenthrons eindringen und dort nach Beweisen für dessen Verstrickung in die Überfälle auf die Karawanen suchen. Wenn ihr diese Aufgabe übernehmen wollt, sollt ihr für eure Mühen reich entlohnt werden. 2000 Goldmützen sollt ihr bekommen, die ihr nach Belieben unter euch aufteilen könnt. Wie lautet eure Antwort? 2000 Goldmünzen betrachtet uns als engagiert.